Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem YouTube-Kanal. Ja Leute, wie ihr am Titel und Thumbnail schon erkennen könnt, geht's heute mal wieder um 24 Tim und Seth Celina, also jetzt nur noch Celina. Heute geht's darum, ob Influencer was im Stadion zu suchen haben oder nicht. Welche Influencer konkret was im Stadion zu suchen haben und wer das nur ausnutzt für Content. Aber bevor ihr das ganze Video hier anguckt und es losgeht, lasst erstmal ein Abo da, aktiviert die Glocke, schreibt nette Kommentare und Kommentar für den Algorithmus. Jetzt geht's los, rein da. Ja, Freunde, wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, ist die Europameisterschaft in vollem Gange. Und es gibt so den einen oder anderen Influencer, der tatsächlich Tickets zugeschickt bekommt, von Adidas eingeladen wird oder von, keine Ahnung, der UEFA Tickets bekommt. Ja, da gibt's so einen Influencer, der sticht da am meisten raus. Und da merkt man auch von Aussagen vom Dschungelcamp, dass er tatsächlich überhaupt sich nicht mit Fußball auskennt und ja, einfach nur das für Promo mitnimmt. So, es geht um 24 Tim natürlich. Während ich jetzt hier über 24 Tim rede, blende ich euch jetzt einfach mal hier ein Bild ein, wo er über ein Foto gemacht hat und das auf Instagram hochgeladen hat, wo er selbst bestätigt, wie er den ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw genannt hat. Jürgen Löw. Er kennt sich halt auch null mit Fußball aus. Es ist echt, im Dschungelcamp hat er zu einem Ex-Profi-Fußballer gesagt, ja, das sind doch nur 22 Männer, die doof den Ball hinterherlaufen und so. Und jetzt steht der im Stadion als er an erster Reihe und feiert da irgendwie und keine Ahnung was. Also diese Aussage finde ich ja mal maximal beschissen, weil was sucht der jetzt im Stadion, wenn er Fußball doch so scheiße findet, Digga? Dann hat er doch gar nicht im Stadion verloren, oder nicht? Dann hat er doch überhaupt an diesem Ort nichts verloren. Aber schön noch Gewinnspiele machen, ne? Schön noch Gewinnspiele machen, die Fans einladen und so weiter. Und dazu habe ich noch ein spezielles Video gemacht. Verlinke ich euch gleich an der Endcard. Also wirklich. Da verstehe ich 24 Tim nicht. Ich sag's so, wie es ist. 24 Tim hat einfach einen ganz großen Dachschaden, wenn er sagt, erst sagt, Fußball ist nicht sein Sport und feiert er nicht. Und dann sagt er auf einmal, wenn es eine große Bühne gibt, sagt er auf einmal, ja, ist doch ganz cool. Nehme ich mit. Jetzt geht's um eine Twitch-Streamerin, die auch YouTube macht, aber sich wenigstens vorher informiert, was abseits ist. Es ist Hanipu, blende ich euch direkt mal ein. Auch wenn sie keine Ahnung hat, ob das jetzt eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ist. Das sieht man an ihrem letzten Instagram-Post. Abseits ist, wenn einer zu weit nach vorne gelaufen ist und der den Pass von hinten bekommt und vor den Gegnern ist. Also hier ist das Tor und er ist zu weit nach vorne gelaufen und da sind die Gegner und er ist da und kriegt da den Ball, right? Ja, Freunde, ich finde ja gut, dass ja, Hanipu sich informiert, aber bei ihrem letzten Post hat man ja gesehen, dass sie keine Ahnung von dem Turnier hat. Aber wenigstens informiert sie sich, was abseits ist, weil das ist echt eine Frage. Da könnte ich echt teilweise, da kriege ich so hohen Puls, weil das ist echt. Teilweise ist das echt anstrengend. Wenn ihr so ein Turnier guckt, dann informiert euch doch wenigstens vorher. Ich will euch jetzt auch gerade mal eine Frage stellen, so zwischendrin. Es ist ein kleines anderes Konzept dieses Mal, wie ich hier rangehe. Ich will mal wissen, wie ihr zu Leuten steht, zu einem, vor allem zu Mädchen, die heutzutage einfach nur Trikots tragen, so Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona auch noch, Real Madrid vielleicht auch noch, um einfach nur damit, weil es gut aussieht, einfach nur weil es gut aussieht. Und dann noch ein Fußballer drauf, der vielleicht hübsch ist und attraktiv und nicht, weil sie Fußballfans sind. Was ist eure Meinung dazu? Also ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Schmutz. Einfach widerlich. Nee, komm, lass mich in Ruhe. Nein. Ja, Freunde, dann kommen wir tatsächlich jetzt auch zu Selina. Mit der habe ich auch schon so eine kleine Vergangenheit auf Social Media, auf TikTok, größtenteils, weil ich da ein Video gegen Fans gemacht habe, also gegen Influencer, die jetzt auf einmal als Dortmund-Fans gespawnt sind und jetzt auf einmal Dortmund-Fans sind. Also kommt so rüber, ne? Also kam so rüber, das hatte ich geklärt. Da gab es auch schon ein paar Social Media Videos zu. Nur jetzt ist mir aufgefallen bei Selina tatsächlich, dass sie mit einem Frankfurt-Trikot in der Instagram-Story hochgeladen hat, wo sie in einem Frankfurt-Trikot zu sehen ist. Weiß nicht, ob das wieder eine Kooperation war, aber. Oder wo sie eingeladen wurde. Nicht Kooperation, das ist ein falsches Wort, aber wo sie eingeladen wurde. Und wenn man doch Dortmund-Fan ist, zieht man doch kein Frankfurt-Trikot an. Das ist nicht das, was ich. Das verstehe ich halt nicht. Muss ich, glaube ich, auch nicht verstehen, aber ich finde es halt ein bisschen weird.
wenn man in meinen Kommentaren ausrastet auf TikTok und sich persönlich angegriffen fühlt und ich die Kommentare auch tatsächlich dann irgendwann gelöscht habe, weil das ein bisschen krass war, weil ich auch nicht das so da stehen lassen wollte. Ich wollte einfach die guten Kommentare da stehen lassen und ja, weil ich auch keinen Stress machen wollte, weil es ja eigentlich geklärt war. Aber ich finde ein bisschen weird, dass sie auf einmal jetzt in der Instagram-Story mit dem Franco-Trikot rumläuft. Verstehe ich nicht. Ne? Muss aber eigentlich überhaupt nicht sein. Ja, egal. Ja gut, abschließend kann ich noch dazu zu Selina sagen. Vielleicht hat sie Sympathien zu Frankfurt, was es aber auch meiner Meinung nach einfach eine billige Ausrede wäre, sage ich so, wie es ist. Weil ich bin einfach Fußballromantiker. Ich bin, seitdem ich 6 bin, seitdem ich wirklich richtig denken kann, Bayern München Fan. Und für mich würde auch nicht in Frage kommen, jetzt auf einmal ein Gladbach-Trikot anzuziehen. Auch wenn ich mit Gladbach per se jetzt kein Problem habe. Außer, dass sie uns ein paar Mal abgezogen haben, aber ne, ihr versteht, was ich meine, hoffentlich. Ja, Freunde, das war's tatsächlich jetzt auch schon wieder hier mit dem Video. Hier findet ihr das letzte Video über 24 Tim. Hier noch ein anderes Video, keine Ahnung mehr, was das ist. Ich habe jetzt eine Woche kein Content mehr hier hochgeladen. Hier findet ihr meinen Zweitkanal, den habe ich geändert zu Lenfy. Also da könnt ihr auch mal vorbeischauen, kommt das ein oder andere Short. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, das war's von mir. Genießt die EM, genießt die Sonne, falls die Sonne scheint, das war's von mir. Haut da rein und ciao.